Welcome back, liebe Leute! Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video zeige ich euch, wie ich aus diesem Handfeger dort oben eine vernünftige Frisur mache. Ja, Leute, man kann es nicht glauben, dass man aus diesem etwas hier oben, ja, ich nenne es mal Handfeger, überhaupt irgendwas Gescheites hinbekommen kann. Es wird aber ein ganz einfaches Haarstyling-Tutorial werden, denn es wird genau das Haarstyling-Tutorial werden, was ich vor längerer Zeit, eigentlich mein erstes Haarstyling-Tutorial, was ich gemacht habe. Genau das werde ich jetzt heute mit diesen Haaren auch machen. Der Unterschied ist hierbei nur, dass ich damals kurze Haare hatte und jetzt habe ich lange Haare. So, und ich brauche auch gar nicht viele großartige Produkte dazu, sondern ich brauche eigentlich nur folgende Dinge. Ein Glätteisen, eine texturierende Paste und Haarspray. Ja, Leute, das war's auch schon, was ich zum Styling jetzt brauche für diese Frisur. Es sei noch gesagt, dass ich heute Morgen geduscht habe, ich habe meine Haare gewaschen und anschließend habe ich etwas Arganöl in meine Haare reingemacht. Das war's. That's it. Mehr habe ich nicht mit meinen Haaren gemacht und jetzt würde ich vorschlagen, damit ich endlich mal wieder was sehe, ja, ich sehe nämlich, ich sehe fast kaum was, ja. Damit man jetzt wirklich aus dieser Frisur etwas halbwegs Vernünftiges macht, das zeige ich euch jetzt. Let's go. Puh! Also, Step Nummer 1 ist, die Haare glätten mit dem Glätteisen. Ganz wichtig aber an dieser Stelle, macht das Glätteisen nicht so heiß. Ich habe es jetzt auf der niedrigsten Stufe stehen. Also ich würde euch auch empfehlen, dass ihr das Glätteisen wirklich auf der niedrigsten Stufe stellt, damit eure Haare nicht kaputt gehen. Und wie gesagt, ich habe jetzt heute Morgen schon ein bisschen Arganöl in meine Haare reingemacht. Das schützt die Haare natürlich auch vor extremer Hitze. Es bietet sich natürlich an dieser Stelle noch an, vielleicht so ein Protect, wie nennt man das? Protect, keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein Spray, um deine Haare zu schützen vor extremer Hitze, das macht man manchmal rein, bevor man im Prinzip anfängt, die Haare zu glätten. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ist aber auch scheißegal. Also, let's go! Ja, Leute, ich glaube, das dauert auch am allerlängsten vom Haarstyling-Tutorial, dass man die Haare erstmal vernünftig in Form bringt und ein wenig in die Richtung striegelt, so wie es eigentlich sein soll. Ich habe da mal eine ganz spezielle Technik entwickelt, wie ich denn meine Haare jetzt auch glätte. Ich mache es jetzt gar nicht mehr so oft, weil sie halt mittlerweile so lang sind. Aber die Seiten müssen natürlich irgendwie mit glatt werden. Hinten natürlich auch. So, Leute, das sieht doch schon mal besser aus als eben. Aber man sieht, ich habe echt Haare auf dem Kopf. So, wenn ihr dann das Gefühl habt, dass eure Haare halbwegs vernünftig geglättet sind, dann könnte man tendenziell jetzt noch mit dem Kamm mal ein bisschen durchfahren. Ich habe jetzt leider keinen Kamm zur Hand, ja? Schlecht vorbereitet. Nein, Spaß beiseite. Nee, ich möchte auch so ein bisschen den natürlichen Look hier in diese Frise reinbekommen. Und ja, deshalb manchmal mit dem Kamm sieht das dann so zu krass gestriegelt aus. Ich versuche es eher ein bisschen locker zu halten. Step Nummer 2. Folgendes. Ich benutze jetzt anstatt Strandmatte, was ich vor ein Dreivierteljahr benutzt habe, die texturierende Paste von Orient, weil die hat mir beim Test so gut gefallen. Da habe ich gedacht, komm, die nutze ich jetzt weiter. Und ich finde, diese Paste gibt den Haaren auch so einen coolen Look. Ja, man hat auch so das Gefühl, man sieht auch die einzelnen Strähnen viel besser. Und diese Paste nutze ich jetzt, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Link packe ich nochmal unten in die Infobox rein. Wichtig, nicht zu viel nehmen. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das in meine Haare mache. Ich weiß nicht, warum ich das so mache. Ich habe das irgendwie so angewöhnt, dass ich das genau so mache. Keine Ahnung, vielleicht weil die Haare irgendwie besser fallen oder dann besser gestylt werden. I don't know. Ich mache es auf jeden Fall so. So. Die Paste kennt ihr vielleicht schon. Das schmiere ich mir dann in beide Handflächen so richtig schön rein, damit es schön verteilt ist und nichts verklebt ist. So, so richtig schön verteilen. So, und dann mache ich Folgendes.
dann mache ich immer meine Haare nach unten. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber ich mache es einfach. Ja, ich mache immer meine Haare, ich gucke immer nach unten dabei. Und während ich nach unten schaue, gehe ich wirklich ganz durch die Haare durch. Dann an den Seiten entlang. Ja, und ich gucke noch nicht mal in die Kamera oder in einen Spiegel, sondern ich versuche das einfach so ein bisschen nach Gefühl zu machen. Und jetzt habe ich schon gemerkt, ich habe nicht genug genommen. Ich werde noch ein bisschen nachschieben. Aber beim Nachschieben, der passte ganz wichtig. Leute, nimmt davon nicht zu viel. Wenn man zu viel in die Hände klatscht und dann an die Seiten ran macht und klebt das so richtig, dann bappt das so an den Seiten dran. Das sieht richtig schleimig und ekelhaft aus, wie so ein Immobilienfuzzi, der dir irgendwas verkaufen will. Und so wollen wir nicht aussehen. Wir wollen da wenigstens halbwegs gescheit aussehen und einen natürlich coolen Look hinkriegen. So, aber ich habe vom Gefühl her, wenn man jetzt so durchfasst, merke ich schon, okay, passt auch nicht. Ich mache nochmal eine kleine Ladung rein. Nochmal so ein bisschen, das kann man sehen, wieder sehr schön verteilen. Aber jetzt werde ich ein bisschen genauer werden. Seht ihr, da sieht es schon ein bisschen zu viel wieder aus. Ja, da muss man dann wirklich aufpassen, dass man dann nicht zu viel reinmacht. Da muss man echt ein gutes Gefühl und ein gutes Gespür für haben, dass es nicht zu arg ist. Ich streiche nochmal ein bisschen drüber. Hinten locken meine Haare sich schon wieder ein bisschen, weil ich meine Haare nicht komplett vernünftig geglättet habe. Aber das macht mir gar nichts, weil, wie gesagt, das soll ja auch nicht aussehen wie so ein schmieriger Immobilienmakler, sondern es soll cool, lässig und vor allen Dingen authentisch und natürlich aussehen. Und wenn man auch durchfasst, wie man vielleicht auch sehen kann, ja, sind die Haare nicht zu fest. Kann immer noch schön durchfassen und die Strähne regt mich da auf. So Leute, ich würde mal sagen, das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Vor allen Dingen sieht es ganz cool aus, dass ich jetzt meine Seiten, ja, dass die nicht bing abstehen. Ich habe diese Länge Gott sei Dank jetzt mittlerweile überwunden, dass man nicht die Seiten einfach so rausstellt, sondern dass man die wirklich über die Ohren bekommt. Ja. Und mittlerweile sieht das echt ganz gut aus. Ich weiß, also manchmal ist es echt schwierig vor der Kamera dann so die Details zu machen. Aber ich hoffe, man hat es jetzt schon mal grob gesehen, wie ich das Ganze mache. Ein Tipp an dieser Stelle, wenn man dann aus Versehen zu viel Paste genommen hat, egal was für ein Produkt du jetzt reinmachst, ob es eine Mattpaste ist, ein Classic Clay oder eine texturierende Paste, wenn du zu viel reingemacht hast, dann mache ich es immer so, dass ich einen Kamm nehme und das wieder ein bisschen so auf oder halt mit meinen Fingern dann wieder auflocker. So, und das dann wieder neu nach hinten schiebe, damit es nicht diesen angebappten, angeklebten Look hat, weil das finde ich gar nicht cool. Wie gesagt, das können von mir aus 50-jährige Immobilienmakler tragen, aber coole Menschen machen das nicht. Und wenn ihr das gemacht habt, ja, dann noch hier ein bisschen Haarspray. So, das reicht dann auch schon. Wenn jetzt mal so ein Haar absteht an der Seite oder so, was ich nicht so ganz oft mehr mache, weil die Haare jetzt nicht mehr so krass abstehen, aber dann mache ich meistens mal einfach so, fast da rein mit meinem Finger und dann nehme ich diese einzelne Strähne und ziehe die noch nach hinten hin. Das kann man natürlich auch machen. That's it, Leute, that's it. Und so kann man aus einem Handfeger ja, eine halbwegs vernünftige Frisur bekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und schreibt auch gerne in die Kommentare rein, wie ihr aktuell eure Haare macht oder was für ein Styling-Tutorial ihr gerne von mir sehen würdet. Ja, ansonsten kommen jetzt bald noch ein paar neue Videos zum Thema Haarstyling. Wenn ihr irgendeine spezielle Frage habt, schreibt es in die Kommentare rein. Und ich sage bis dahin, haltet die Ohren steif und alles andere auch. Tutum!